Hallo, du bekommst hier auf meinem Kanal bei einem neues Interview. Heute habe ich ja einen Gast mit dabei. Kann dich ja gerne mal vorstellen. Hallo, ich bin's, Tommy. Eben kennt mich vielleicht noch von AppUhr oder von meinem YouTube-Format Gadget Time. Ja, hallo. Gut, Frau Bewe-Fahler, heute habe ich ein paar Fragen gestellt, habe überlegt, so ein Format zu machen, Interviews auch mit die Leute zu führen, die zum Beispiel kein Handicap habe. So, fange ich mal die allererste Frage an. Hast du in deinem Bekannte-Umfeld Menschen mit Handicaps? Menschen mit Handicaps. Also, ich muss tatsächlich sagen, jetzt gerade so nicht wirklich. Also, muss ich mir überlegen. Ja. Also ich tatsächlich gerade wüsste ich jetzt gerade niemanden. Ne, fällt mir gerade keiner ein. Ja, ist auch nicht schlimm. So, fange ich einfach mal mit die zweite Frage an. Die zweite Frage ist, wie, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt als Mensch keine Behinderung hat, wie man denn da am besten für sich selber auf Menschen zugehen kann, die zum Beispiel ein Handicap haben? Oh, das ist eine besonders schwierige Frage. Ich finde das ganze Thema auch sehr interessant, aber auch besonders schwer, weil Ja. ich finde, gerade wenn man so ein Handicap hat, ist es wahrscheinlich. Es ist einfach gerade, weiß nicht, vielleicht wenn man anfangs keins hat und in Zukunft irgendwie ein Handicap bekommen sollte oder was weiß ich, man weiß ja nie, dass man eigentlich erstmal vielleicht auch durch die Arbeit mit Leuten, die ein Handicap haben, zu schätzen Ja. lernt, einfach wie glücklich manche sich schätzen können, dass sie vielleicht kein Handicap haben, so, ne? Also. Genau wie im Fall ist da immer gut, wenn man natürlich kein Handicap hat oder eine Behinderung hat. Natürlich, ja. Die meisten Behinderungen kommen ja im Laufe eines Lebens, zum Beispiel es langsam ein Fahrradunfall, du kannst, je nachdem wie er ausgeht, natürlich gelähmt sein. Das kann alles ziemlich schnell gehen und da ist man in gewissermaßen dankbar, dass es einem gut geht, so, ne? Genau. Natürlich ist es immer schwer, für, sag ich mal, nicht Mensch, also für Menschen mit keiner Behinderung in die heutige Gesellschaft auf die Menschen zuzugehen, weil die haben da meiste keine die haben meiste Berührungsängste, meist was falsch oder so. Ja, also ich finde das ist falsch. Also ich meine, jeder Mensch ist, sag ich mal, gleich, ja, ob er jetzt ein Handicap hat oder nicht. Es ist vielleicht auf manche Leute so ein bisschen abschreckend, weil sie das vielleicht nicht kennen, was es vielleicht was Neues für die Person ist und weil Genau, meine ich auch so. es ist meist halt einfach so, wenn man selbst sowas nicht hat und da hat man, was man nicht sieht, das weiß ich nicht, davon weiß man vielleicht sogar auch nichts. Und gerade wenn Leute vielleicht sich nicht in die Richtung mal die Augen öffnen und gucken, was um sie herum passiert, dann bekommen die das gar nicht mit und wissen zum Beispiel gar nichts darüber und sind dann eher Ja. geschockt, wenn sie sowas sehen und kommen nicht drauf klar, sag ich mal so. Ja, glaube ich auch auf jeden Fall ein sehr schwieriges Thema, wie man denn das am besten machen kann. Was wäre dein Vorschlag, Tommy, wie man denn Menschen mit Handicaps denn mehr in unsere Gesellschaft denn reinbekommen kann? Wie Sache ist Schulbildung oder Arbeit? Das ist eine ziemlich gar nicht mal so einfach zu beantwortende Frage, denn wie wir schon gesagt haben, viele sind einfach abgeschreckt und es muss einfach so sein, dass die Menschen um sich herum mehr akzeptieren und nicht auf Äußeres achten und eher den Mensch dahinter verstehen, der vielleicht was durchgemacht hat und dass es denjenigen möglicherweise in Zukunft auch so ergehen könnte,
wenn irgendwas Schlimmes passiert. Und es ist meist, wie schon gesagt, es ist so, wenn einem irgendwas fehlt oder irgendwie, wenn uns irgendwas fehlt, dann vermissen wir es am meisten, sage ich mal so nach dem Motto. Oder wenn irgendwas in unserem Leben falsch läuft, was vorher richtig gelaufen ist, sage ich mal so, dann vermisst man es am meisten. Sieht auf jeden Fall ganz genauso, weil ist auch schwer für die Gesellschaft, jetzt die Menschen in die Gesellschaft zu bekommen, weil die andere, sag ich mal, ist im Rollstuhl, die andere nicht. Und dann ist das schwer, sag ich mal, alles wirklich so wie Bahnhöfe so komplett barrierefrei zu machen oder jede einzelne Restaurant. Und da kostet auch, dann, wenn man das umsetzen will, sehr, sehr viel Geld. Das stimmt, das stimmt. Da sollten auf jeden Fall vielleicht auch Städte. Ich habe da auch schon einige Sachen gesehen, die so ein bisschen quasi so gerecht für diese Leute sind und einige öffentliche Dinge extra umbauen dafür, dass auch Leute mit Rollstuhl und so gut sich alles mögliche, ja, alle Angebote in gewisser Weise wahrnehmen können. Jetzt vielleicht nicht alles, sage ich mal so, es wird auf jeden Fall schon etwas in die Richtung getan, das habe ich schon gesehen. Auch zum Beispiel auf der Gamescom, da gibt's auch, da habe ich auch gesehen, dass da auch Leute mit Rollstuhl und sowas extra einen Eingang hatten, um damit das gerecht für die gerecht war und die sich auch das Ganze angucken konnten. Genau, auf die Gamescom war ich ja auch mal. Wenn man jetzt zum Beispiel als Mensch mit Behinderung zum Beispiel einen Schwerbehindertenausweis hat, je nachdem, was für Merkzeichen drauf sind, kann man sogar nur eine Begleitperson umsonst mithole, die muss auch nicht angemeldet sein oder so. Sprich, dann brauche nur ich eine Eintrittskarte, die ich schon bezahlt habe und mitbringen kann. Und so kam ich da auch letztes Jahr auch mit meinen besten Freunden rein. Und da war da auch so an sich auch kein Problem. Genau. Ja, das ist dann, weil vielleicht braucht derjenige Hilfe und das ist auf jeden Fall dann eine gute Sache, dass dann auch die Person noch dazu als Unterstützung dabei ist. Genau. Gut, dann würde ich mal danke für das Interview, dass du dir heute dafür Zeit genommen hast. Gerne. Könnt ihr gerne mal auf Tommy Kanal vorbeischauen, ist auf jeden Fall mal unten für euch verlinkt. Kannst du gerne noch verabschieden? Ja, tschüss Internet, danke für das nette Interview und ja, schönen Tag euch noch. Okay, dann sag ich mal, bis dann Leute und haut rein.